In den 30er Jahren ist der Rundfunk noch ein neues Medium. Doch die Nationalsozialisten erkennen seine Möglichkeiten. Die Bevölkerung soll sich vor dem Radio versammeln und die nationalsozialistische Weltanschauung verinnerlichen. Doch die Bindung an viele neue Hörer will man nicht nur mit direkter Propaganda erreichen. Das Radio soll populär sein, die Musik leicht und eingängig. In Wortbeiträgen und Reportagen sollen sich die Menschen wiederfinden als Kleingärtner, Kraftfahrer oder vielleicht als Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation. Zur 12. Funkausstellung in Berlin skizziert Reichssendeleiter Eugen Hadamowski die Ideen für den Deutschen Rundfunk in seiner Rede an die Mitarbeiter der Reichsrundfunkgesellschaft am 2. Juli 1935. Meine Arbeitskameraden und Arbeitskameradinnen, ich möchte Ihnen hier und im Reich zunächst eine Reihe von wichtigen Personalveränderungen im Rundfunk bekannt geben. Der bisherige Sendeleiter, Parteigenosse Dr. Fischer aus Köln, wird in Zukunft eine Abteilung des deutschen Kurzwellensenders übernehmen und damit seine Arbeitskraft unserer Auslandsaufklärung und der Verbindung mit unseren auslandsdeutschen Volksgenossen zur Verfügung stellen. Der bisherige Abteilungsleiter des Reichssenders München, Parteigenosse Dr. von Westermann, ist durch Reichsminister Dr. Goebbels als Sendeleiter an den deutschen Kurzwellensender berufen worden. Reichsminister Dr. Goebbels hat ferner den bisherigen Hauptschriftleiter der Preußischen Zeitung, unseren alten nationalsozialistischen Kämpfer, Parteigenossen Dr. Lau, kommissarisch als Nachfolger des aus dem Rundfunk ausscheidenden Intendanten General Hänicke bestellt. Parteigenosse Dr. Lau wird als Intendant den Reichssender Königsberg leiten. Ebenso hat Reichsminister Dr. Goebbels den bisherigen Sendeleiter von Hannover, Parteigenossen Moss, zum Sendeleiter des Reichssenders Königsberg berufen. Anstelle des Parteigenossen Moss wird der Gaufunkwart Zwingelberg Hannover die Sendeleitung des Nebensenders Hannover übernehmen. Schließlich hat Reichsminister Dr. Goebbels den ehemaligen Gaufunkwart und Badischen Rundfunkkommissar und späteren Geschäftsführer der Nationalsozialistischen Rundfunkkammer, Kapitän Parteigenossen Werber, zum Sendeleiter des Reichssenders Hamburg ernannt. Der bisherige erste Kapellmeister P.G. Seidler ist vom Reichssender Königsberg zum Reichssender Hamburg berufen worden und der Parteigenosse Dr. Meyer aus der Reichssendeleitung tritt das Amt eines ersten Kapellmeisters beim Reichssender Königsberg an. Dies sind die wichtigsten Personalveränderungen im nationalsozialistischen Rundfunk. Ich möchte nun Ihnen hier, meine Berliner Arbeitskameraden, ebenso wie Ihnen, meine Arbeitskameraden im Reich, noch ein paar Worte über unsere nächste große Arbeit sagen, über die große Deutsche Rundfunkausstellung, die am 16. August in Berlin beginnt und voraussichtlich bis zum 25. August dauern wird. Es ist das die 12. Rundfunkausstellung und die 3. Ausstellung, die der Nationalsozialismus veranstaltet. Diese Ausstellung im August dieses Jahres wird
für uns alle als Mitarbeiter des Rundfunks eine ganz besondere Bedeutung haben. Denn es wird mehr oder weniger von dem Erfolg dieser Ausstellung abhängen, welchen Erfolg wir in unseren gesamten kulturpolitischen Absichten in Zukunft haben werden. Die nationalsozialistischen Funkausstellungen der letzten 2 Jahre stehen in ihrer Besucherzahl in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zuwachs an Rundfunkhörern. Wir hatten in den 10 Jahren bis 1932 jährlich einen Rundfunkhörerzuwachs von 400.000. Die Besucherzahl der Funkausstellung betrug ungefähr 100.000. Diese Besucherzahl der Funkausstellung hat sich 1933 verdoppelt. Es wurden über 200.000 Besucher. Und 1934 hat sich die Besucherzahl verdreifacht. Es wurden 300.000 Besucher. Ebenso sehr, wie die Besucherzahl der großen deutschen Funkausstellung gewachsen ist, ebenso ist der Hörerzuwachs gestiegen. Aus den 400.000 jährlich hinzukommenden Hörern sind bei uns inzwischen jährlich über 1 Million geworden. Als wir im Januar 1933 den Rundfunk unter unsere Führung zwangen, da hatten wir 4,3 Millionen Hörer, heute sind es über 6,7 Millionen. Das ist das Ergebnis einer Arbeit von 2¼ Jahren. Die Rundfunkausstellung ist also für uns die stärkste Propaganda-Aktion des ganzen Jahres. Sie ist also die Aktion, zu deren Gelingen jeder Einzelne von uns an seiner Stelle seine volle Arbeitskraft einsetzen muss. Im vorigen Jahr ist das Reich mit 100.000 Menschen nach Berlin gekommen, um die Funkausstellung zu besichtigen. Die 100 Sonderzüge, die damals organisiert wurden, werden dieses Jahr wohl übertroffen werden. In diesem Jahr wird der Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer zusammen mit den Sendern wahrscheinlich mit der doppelten Anzahl von Sonderzügen und mit 200.000 Menschen zur Funkausstellung nach Berlin kommen. Wenn wir also alle unsere Propagandapflicht richtig erfüllen, so wird der Besuch der vorjährigen und vorvorjährigen Ausstellungen noch übertroffen werden. Damit wird auch der Anstieg an Rundfunkhörern noch übertroffen werden. Wir haben für diese Funkausstellung 3 große Mittelpunkte der Propaganda, um die sich das Gesamtinteresse unserer Besucher, der Hörer wie auch der Nichthörer, konzentrieren soll. Erstens kann man auf der Rundfunkausstellung fernsehen. Man kann das heute überall in Berlin, man kann es auch hier und da schon in der Mark Brandenburg. Auch die meisten meiner Mitarbeiter aus dem Berliner Funkhaus sind schon in der Lage gewesen, das Fernsehen selbst einmal kennenzulernen bei unseren Vorführungen. Für alle draußen im Reich wird es etwas ganz Neues sein. Zum ersten Mal wird das Fernsehen nicht in dunklen Kellerlöchern wie auf den früheren Ausstellungen, sondern in einer riesigen beleuchteten Halle, in der zahllose Empfangsapparate in Betriebe stehen, täglich Zehntausenden von Menschen vorgeführt werden können. Wir wollen damit
unseren deutschen Rundfunkhörern den Beweis liefern, erstens, dass das Fernsehen in Deutschland als in dem ersten Lande der Welt nun eine Tatsache geworden ist. Zweitens, dass das Fernsehen eine Ergänzung des Rundfunks werden soll und werden wird. Denn es ist kein Ersatz des Rundfunks, sondern nur eine Ergänzung. Wir wollen ja in Zukunft nicht die Musik im Rundfunk ausschalten. Wir wollen ja nicht das Sprechen ausschalten. Wir wollen ja keine stummen Filme senden oder stumme Bilder fernsehen lassen, sondern wir wollen den akustischen Rundfunk, den hörbaren Rundfunk durch das Bild ergänzen. Jeder einzelne Mitarbeiter des Rundfunks und jede einzelne Mitarbeiterin hat die Pflicht, an ihrer Stelle, in ihrem Wirkungskreis, in ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, in diesen Dingen für Aufklärung zu sorgen und selbst für diese Dinge zu werben. Es darf keinen Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin des Rundfunks geben, die sich nicht selbst als unermüdliche Werber für den Rundfunk betätigen. Um zu zeigen, dass das Fernsehen nur eine künftige Ergänzung des Rundfunks ist, wird zweitens im Mittelpunkt unserer Rundfunkausstellung der Volksempfänger stehen. Als wir den Volksempfänger schufen, da stand die ganze Wirtschaft gegen den Volksempfänger. Und es hat sehr schwerer Kämpfe bedurft, um diese sozialistische Tat wirklich zur Auswirkung zu bringen und zu verhindern, dass die Produktion des Volksempfängers in den ersten Anläufen stecken blieb. Heute haben wir schon 1,5 Millionen Volksempfänger in der Hörerschaft abgesetzt. Und von den 2,25 Millionen Hörern, die wir in den letzten 2 Jahren gewonnen haben, gehen eben 1,5 Millionen auf das Konto des Volksempfängers. So wollen wir, wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft mit dem Volksempfänger noch Millionen neuer Hörer heranholen. Der Volksempfänger ist nicht überholt dadurch, dass es Fernsehempfänger gibt. Vorläufig kann man für das Fernsehen selbst noch keine Volksempfänger bauen. Vorläufig kostet der billigste Fernsehapparat noch das Zehnfache unseres Volksempfängers. Wir sind also darauf angewiesen, erst einmal das Sendernetz für das Fernsehen auszubauen und zweitens durch öffentliche Fernsehstuben, wie wir sie jetzt eingerichtet haben in Berlin und in Neuruppin, allmählich in allen Gauen dafür Sorge zu tragen, dass die übrigen Volksgenossen am Fernsehen teilnehmen können. Kaufen kann sich den Apparat im Augenblick nur derjenige, der dafür die notwendigen Geldmittel aufbringt. Das wird im Laufe der Entwicklung anders werden. Es ist aber im Anfang einer Entwicklung, in dem wir jetzt stehen, nicht anders möglich. Es muss also auch dort für Verständnis gesorgt werden. Vor allen Dingen aber muss allen Volksgenossen unaufhörlich klar gemacht werden. Der Rundfunk ist ja nicht überholt dadurch, dass es nun in Berlin ein paar Fernsehempfänger und einen Fernsehsender gibt. Im Gegenteil, derjenige, der einen Rundfunkapparat besitzt, der besitzt ja damit schon einen halben Fernsehapparat. Er braucht ja nur noch den Bildteil dazu. Er ist beinahe schon ein halber Fernseher, dem man nur noch seine Bildscheibe
in das Zimmer stellen muss. Deshalb geht der Weg für alle Volksgenossen zum Fernsehen über den Rundfunkapparat. Deshalb werden wir also auf der Funkausstellung den Volksempfänger wiederum in den Mittelpunkt der ganzen Industrieausstellung stellen, um allen zu zeigen, das ist, so wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft euer Apparat. Der dritte Mittelpunkt der Ausstellung wird sich in der Halle 2 befinden. Wir haben ihm den Namen gegeben, Volkssender. Wenn wir schon in der Oppositionszeit und seitdem unaufhörlich darauf hinarbeiten, den Rundfunk wirklich zu einer Volkssache zu machen, so soll dieser Volkssender auf der Rundfunkausstellung dieser Aufgabe ganz besonders dienen. Der Intendant des Volkssenders wird unser Parteigenosse Ziegler sein. Sein Sendeleiter für die Abendveranstaltungen, der Berliner Sendeleiter Kischki. Sein Sendeleiter für die Tagesveranstaltungen, der Deutschland-Sendeleiter Lipp. Und die Oberspielleiter für die Abendveranstaltungen Heinisch vom Berliner Sender und Ganz vom Reichssender Stuttgart. Das ist die Leitung des Volkssenders. Seine Mitarbeiter sind Sie alle, meine Arbeitskameraden und Kameradinnen und alle unsere Volksgenossen. Denn wer auf die Funkausstellung kommt, der hat auch das Recht, sich bei den Kontrollstellen zu melden, seinen ARIA-Nachweis zu erbringen, einen Aufnahmeschein in Empfang zu nehmen, eine Mikrofonprüfung zu machen, bei einem Regisseur die Grundbegriffe des funkischen Sprechens oder Redens oder Spielens zu lernen und dann über den Deutschlandsender oder irgendeinen unserer Reichssender selber zu senden. Das heißt also, wir wollen die Parole, das Volk sendet selber, hier zur Wirklichkeit machen. Ich bitte Sie, meine Arbeitskameraden und Kameradinnen in den Funkhäusern, dabei zu beachten, diese Maßnahme ist nicht allein eine Propagandamaßnahme. Sie wird propagandistisch ohne Zweifel sehr stark wirken. Und es werden Tausende aus dem Reich nur deshalb nach Berlin fahren, damit Onkel Otto in der Provinz sich einmal darüber ärgert, dass sie über den Deutschlandsender gesprochen haben. Aber es werden darüber hinaus diese Sendungen aus der Mitte des Publikums heraus auch noch zwei andere Zwecke verfolgen, neben diesem Zweck der Werbung. Sie werden zunächst einmal zahllosen, selbstschöpferischen Menschen oder nachschöpferischen Menschen die Gelegenheit einer Probe oder sogar einer Sendung geben. Und sie werden schließlich neues Menschenmaterial an die Sender heranbringen. Der Rundfunk ist noch gar keine Kunst, sondern er muss eigentlich erst einmal eine Kunst werden. Vorläufig ist er ja alle Jahre in der technischen Neuentwicklung begriffen. Seit einigen Jahren erst gibt es Übertragungswagen, mit denen wir herausgehen ins Volk. Seit wenigen Monaten erst gibt es Fernsehsender, die in allernächster Zukunft jedes Hörspiel
verdrängen werden, weil der Zuschauer Bilder sehen will und nicht Hörspiele übermittelt bekommen will, die er schwerer verstehen und begreifen kann. Das heißt, wir sind von Jahr zu Jahr in technisch umwälzenden Entwicklungen, sodass eine künstlerische Ausreifung des Rundfunks noch gar nicht möglich war. Das ist ein Nachteil, insofern als man uns in den anderen Kulturinstituten über die Achsel ansieht und uns für kulturell minderwertig erachtet. Es ist ein Vorteil insofern, als diese anderen Kulturinstitute mit dem Schutt der liberalen Kulturepoche so sehr überschüttet sind, dass die Mehrheit von ihnen heute noch nicht wieder zu eigenem nationalsozialistischen Leben erwacht ist. Der Rundfunk aber hat als erstes Kulturinstitut wenigstens eine klare nationalsozialistische Haltung vom ersten Tage an einnehmen können. Mit anderen Worten, der Nachteil auf der einen Seite wird durch einen unendlichen Vorteil auf der anderen Seite wieder ausgeglichen. Wir sind frisch, wir sind jung, wir sind lebendig, wir haben mit Traditionen nichts zu tun, wir sind also auf unseren gesunden Instinkt angewiesen, wir können experimentieren, wir können etwas wagen. Das sind die großen Chancen, die dem nationalsozialistischen Rundfunk gegeben sind. Ein ganz großes Wagnis dieser Art werden die Veranstaltungen des Volkssenders auf der Rundfunkausstellung sein. Ich stelle mir diese Veranstaltungen allerdings nicht so vor, dass nun jeder wild gewordene Vereinsredner auf unsere Sender losgelassen wird. Ich weiß aber von zahllosen Kundgebungen aus den Betrieben heraus, zum Beispiel, dass es kaum ein Bergwerk in Deutschland gibt, in welchem die Kumpels nicht über eine erstklassige Kapelle verfügten. Ich weiß, dass es kaum eine größere Fabrik gibt, in der nicht aus der Arbeiterschaft heraus altes Volkstum, alte Mundart, alte Knappenlieder oder Arbeiterlieder oder 100 andere Dinge gepflegt würden, die letzten Endes das Fundament jeder völkischen Kultur sind. Denn die völkische Kultur, die wird nicht zusammengeschrieben in den Büros der Literaten und der Komponisten, auch meine Arbeitskameraden, nicht in unseren Büros, sondern sie wird geboren aus der instinktiven, gesunden und naiven, aus der willigen und lebendigen, selbstschöpferischen Kraft unseres Volkstums. Und wir als Rundfunkmitarbeiter haben gar keine größere und schönere Aufgabe, als nun das, was dort von unten herauf wächst, nicht etwa abzuscheren und abzumähen und darüber eine geistige Scheinkultur der Büromenschen aufzubauen, sondern wir haben die Aufgabe, dieses gesunde, aber vielleicht primitive Wachstum zu veredeln und so, wie man einen wilden Baum veredelt, es zu den schönsten Blüten und Früchten zu veredeln und heranreifen zu lassen. Wir wollen uns also im Rundfunk vielleicht als die Ersten in unserem Kulturleben an eine Aufgabe begeben, die wirkliche Veredelungsarbeit ist und die wirklich nach so viel theoretischem Geschwätz unmittelbar auf völkischen Kräften wieder aufbaut. Deshalb verlange ich von Ihnen allen, meine Arbeitskameraden und Kameradinnen, dass Sie diese Aufgabe unterstützen durch Ihre aktive Mitarbeit da, wo Sie an den Sendern zu einer solchen aktiven Mitarbeit Gelegenheit haben. Dass Sie aber darüber hinaus für unsere Rundfunkausstellung und für diese besondere Aufgabe, für dieses besondere Ziel, aus dem Volk heraus zu senden und unsere Volkskräfte
für unsere Rundfunkkunst einzusetzen, dass sie für diese Aufgabe unermüdlich Propaganda machen. Im Mittelpunkt des Volkssenders wird ein Monument stehen. So wie wir vor 2 Jahren zum ersten Mal einer Funkausstellung, von der alle behaupteten, sie wäre eine technische Ausstellung, ein künstlerisches Monument als Mittelpunkt gaben. Sie in Berlin kennen es. Es ist diese Gruppe des in die Zukunft schreitenden SA-Mannes, Arm in Arm mit dem Arbeiter der Faust und dem Arbeiter der Stirn, die wir jetzt im Lichthof unseres Rundfunkhauses aufgestellt haben. Auf der vorigen Funkausstellung war es jene Symbolik, die dort drüben im Freien steht: Volk ringt sich empor zum Licht. Und dieses Mal haben wir das Wort Funk überhaupt gestrichen. Diese Ausstellung wird die erste sein, bei der die Technik wirklich zur Dienerin des Kulturwollens wird. Sie heißt deshalb auch nicht länger Funkausstellung, sondern sie heißt darum in Zukunft Rundfunkausstellung. Im Mittelpunkt dieser Rundfunkausstellung nun wird eine rufende Gestalt stehen. Wir wollen ihr die Inschrift geben: Rundfunk, der Rufer der Wahrheit, die Waffe des Friedens, die Brücke zu fremden Völkern. Diese Waffe, meine Arbeitskameraden und Kameradinnen, die führen Sie und der sollen Sie, so wie bisher, nun auch für diese Sonderaufgabe einen Dienst erweisen. Herr Hitler.